neue Woche, eine neue Ladung Tratsch, Gerede und Nebelkerzen. In unserer Gerüchteküche rühren wir jede Woche für euch im großen Topf der Leaks und Pseudoleaks und schauen, gibt's dafür stichhaltige Beweise? Ist das noch nicht offiziell bestätigt, aber zumindest plausibel? Oder hat da einfach nur irgendjemand was ins Internet geblasen? Wollt ihr immer mit dabei sein, wenn es wieder was Neues gibt, dann lasst uns ein Abo da und aktiviert die Glocke, so seid ihr immer up to date. Den Anfang macht dieses Mal Call of Duty. Die Shooter-Serie ist ja nun seit weit über 10 Jahren ein Dauergast bei Spielern. Schließlich ist auch jedes Jahr immer ein neuer Teil erschienen, zumindest bis jetzt. Denn Jason Schreier hat mal wieder zugeschlagen und in einem seiner neuesten Artikel aufgearbeitet, warum es nächstes Jahr wohl kein neues, vollwertiges Call of Duty geben wird. Seinen Quellen zufolge ist man bei Activision von den doch eher mäßigen Verkaufszahlen, die Vanguard eingefahren hat, enttäuscht. Daher will man der Reihe die Zeit geben, die sie braucht. Der Plan würde wohl so aussehen, dass dieses Jahr noch das neue Call of Duty von Infinity Ward kommt, vermutlich Modern Warfare 2, und dann nächstes Jahr Warzone 2 als Free-to-Play-Ableger plus ein größerer DLC für Modern Warfare 2. Ein richtiges Call of Duty mit Single- und Multiplayer wäre dann also erst 2024 wieder dran. Und damit scheint Jason Schreier wohl was getroffen zu haben, denn Activision meldete sich daraufhin mit einem offiziellen Statement zur Spieleserie. Da heißt es: Wir haben ein aufregendes Angebot an Premium- und kostenlosen Call-of-Duty-Erlebnissen für dieses, nächstes und übernächstes Jahr. Berichte, die etwas anderes aussagen, sind falsch. Wir freuen uns darauf, weitere Details mit euch zu teilen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Das kann man jetzt natürlich als Dementi lesen, aber so eine richtig klare Aussage ist das ja nun auch nicht, denn naja, was sind denn Premium-Erlebnisse? Muss das zwingend ein Vollpreisspiel sein oder kann es da auch um DLC gehen? Fragen über Fragen und bis Activision da nicht was Handfestes ankündigt, sollte man also die Aussagen von Jason Schreier nicht links liegen lassen. Weiter geht's zu einem traurigen Moment in der Spielebranche, denn offensichtlich ist eine altehrwürdige Serie endgültig tot, nämlich Silent Hill. Nachdem es ja vor einigen Jahren noch den Ansatz gab, ein neues Silent Hill mit Hideo Kojima und Guillermo del Toro zu entwickeln, ist das ja bekanntlich alles zur Hölle gefahren, als Konami mit Kojima gebrochen hat. Aber auch in den letzten Jahren gab es immer wieder Gerüchte, dass irgendwo ein Sony oder Microsoft auf dem weißen Pferd geritten kommt und die Serie rettet. Aber seit letzter Woche wissen wir wohl, dass sich Konami keinen Deut mehr um die Reihe schert. Denn offensichtlich sind die Rechte für die Domain silenthill.com ausgelaufen, denn ein findiger User hat sie sich kurzerhand gekauft. Wer die Website aktuell besucht, findet nur den Screenshot eines Tweets von Masahiro Ito, dem Schöpfer von Pyramid Head. Dort schreibt er, dass er sich wünscht, er hätte die Figur nie erfunden. Zwar sollte man die Hoffnung niemals aufgeben und wir glauben, die gesamte Spielewelt hofft darauf, dass irgendjemand diese altehrwürdige Horrorserie doch noch rettet. Doch gerade dieser sehr peinliche Ausrutscher mit einer so wichtigen Domain zeigt sehr deutlich, wie wenig sich Konami noch um seine Spiele-Franchises schert. Dafür kehrt womöglich eine andere Spieleserie zurück, die sich Spieler ebenfalls schon seit Jahren zurückwünschen. Fallout New Vegas. Kleiner Recap, die Fallout-Serie wurde ja 2008 von Bethesda General überholt und in die First Person gehoben. Daraufhin engagierte man Obsidian Entertainment, die ein Spin-off entwickelten, Fallout New Vegas. Das hatte zwar zu Anfang enorme Probleme mit Bugs und Co., konnte sich aber über die Zeit zum Publikumsliebling mausern, durch seine tolle Freiheit und abwechslungsreichen Quests. Doch wie schon gesagt, das war eine Auftragsarbeit von Obsidian und die Rechte für New Vegas lagen weiterhin bei Bethesda, die ihre Kernmarken seitdem eigentlich nicht mehr an Dritte rausgeben. Doch mittlerweile ist ja Microsoft auf Shoppingtour gewesen und hat sich erst Obsidian und dann noch das ganze Bethesda gekauft. Die Chancen sind also so hoch wie nie und potenziell weiß das auch Microsoft. Laut dem meistens gut informierten Insider Jeff Grubb lotet Microsoft seine Möglichkeiten mit allen seinen Studios und Marken aus und da soll wohl durchaus auch das eine oder andere Mal Obsidian und New Vegas 2 gefallen sein. Die Chancen für ein Sequel sind also auf einem Allzeithoch, aber selbst wenn Microsoft hier grünes Licht gibt, mit Avowed, The Outer Worlds 2 und Grounded steckt das Studio aktuell bis zum Hals in Projekten. Bis es also in irgendeiner Form zu einem neuen Fallout von Obsidian kommt, werden noch viele Jahre vergehen. Unrealistisch ist es aber nicht mehr. Sportlich geht's weiter mit FIFA oder wie auch immer es in Zukunft heißen mag. EA liegt ja ein bisschen im Clinch mit dem Fußballverband. Dass aber ein neues Fußballspiel dieses Jahr kommt, ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Schließlich ist das mit Abstand eine der größten Gelddruckmaschinen der gesamten Spieleindustrie.
Die Frage ist eher, macht die Serie auch in diesem Jahr wieder nur Babyschritte oder gibt's endlich mal einen vernünftigen Sprung nach vorn? Tom Henderson will da jetzt erste Infos geben. Der Insider ist ja vor allem im EA-Kosmos sehr gut vernetzt und bringt häufig neue Erkenntnisse ans Licht, bevor EA das selbst tut. Die ernüchternde Antwort, leider wohl eher doch nur kleine Verbesserungen. So soll die Hypermotion-Technologie stark verbessert worden sein. Zur Erinnerung, Hypermotion ist das fancy Wort für das Team analysiert Bewegungsdaten echter Sportler und Mannschaften, um realistischere Bewegungen im Spiel einzufügen. Das musste in der Vergangenheit mit speziellen Anzügen getrackt werden, mittlerweile geht das wohl auch ohne. Bedeutet also, das FIFA-Entwicklerteam kann jetzt einfach Aufnahmen von ganz normalen Fußballspielen nutzen und hat deswegen jetzt natürlich sehr viel mehr Datenmaterial. Außerdem werden die Weltmeisterschaften der Männer und Frauen mit drin sein. Die wichtigste Neuerung ist aber wohl Crossplay. Endlich soll es dieses Jahr wohl möglich sein, dass Spieler plattformübergreifend miteinander spielen können. Zumindest zwischen PC, PlayStation und Xbox. Das wiederum könnte zwei Dinge bedeuten. Einerseits ist es wohl wahrscheinlich, dass die Nintendo Switch wieder ihre eigene, abgespeckte Version bekommt. Andererseits könnte es auch bedeuten, dass die PC-Version nach der harschen Kritik aus dem letzten Jahr endlich auf den Stand der Next-Gen-Version gehoben wird. Schauen wir mal, was davon eintrifft. Tom Henderson ist aber meistens sehr gut informiert, von daher kann man das durchaus ernst nehmen. Genaueres weiß man aber natürlich erst, wenn EA die PR-Maschinerie für dieses Jahr eröffnet. Kommen wir jetzt mal zu etwas handfesteren Infos zu handfester Hardware. Das Steam Deck begeistert ja aktuell eine Menge Glücklicher, die den Handheld-PC seit dieser Woche ausgeliefert bekommen haben. Tja, und wo das Deck gerade erstmal rausgekommen ist, da ist auch schon ein Nachfolger im Gespräch. Von Valve selbst. Der gute Gabe Newell, der Chef von Valve, hat sich nämlich im Zuge des Release zu einem Interview überreden lassen. Da quatscht er ein bisschen über die neue Hardware, unter anderem, dass die teuerste Variante wohl auch die beliebteste unter den Vorbestellungen war. Tja, und dann spricht er auch über die Zukunft und macht ein mutiges Statement. Denn laut Gabes Aussage wird es auch ein Steam Deck 2 geben, sobald es von AMD einen leistungsstärkeren Chip gibt. Mehr Leistung wäre auch durchaus nicht verkehrt. Schon in unserem Test haben wir das Steam Deck an seine Grenzen gebracht. So war es nicht möglich, Cyberpunk 2077 zu starten. Den ausführlichen Test haben wir euch oben rechts verlinkt. Ob das jetzt alles geplant ist oder sich der Gabe einfach verplappert hat, von Valve ist das auf jeden Fall eine Ansage, dass man bei diesem Stück Hardware länger am Ball bleiben wird als bei den Steam Machines oder dem eigenen Steam Controller. Und zum Schluss gibt's noch ein Update von PlayStation und dem möglichen Versuch, dem Xbox Game Pass Einhalt zu gebieten. Project Spartacus. Die Gerüchte um das Spiele-Abo, das PS Plus und PS Now vereinen soll, geistern ja jetzt schon mehrere Monate durchs Netz. Für alle, die es verpasst haben, eine kurze Zusammenfassung von Vergangenheitsgerüchteküche. Stufe 1 ist dabei das Pendant zum normalen PS Plus. Monatliche Spiele, Cloud-Speicher und Online-Spielen. Mit Stufe 2 kommt eine Bibliothek an PS4 und PS5-Spielen dazu. Ganz ähnlich, wie es die PS Plus Collection schon macht. Die dritte und vermutlich teuerste Stufe fügt dem Ganzen noch exklusive Demos, Cloud-Gaming und eine zusätzliche Bibliothek von alten Spielen der PS1, PS2, PS3 und PSP-Ära dazu. Danke, Vergangenheitsgerüchteküche. Sony hält sich aber weiterhin sehr bedeckt. Offensichtlich müssen sie auch nichts sagen, denn naja, ihnen werden alle Infos unterm Hintern weggeleakt. Auch hier hat Jeff Grubb nämlich zugeschlagen und in seiner regelmäßigen Infoshow Grubb Snacks neue News rausgehauen. So gibt es einen ersten Ausblick auf die Kosten. Für das teuerste Paket werden bei Sony wohl so um die $16 angepeilt, für das günstigste $10. Das bewegt sich ungefähr auf dem aktuellen monatlichen Preisniveau von PS Plus. Jahrespreise gibt's noch nicht. Die angesprochenen Spiele-Demos im teuersten $16-Paket geben der Community aber auch zu denken. Schließlich würde sich Sony hier ehemals kostenlose Möglichkeiten, ein Spiel auszutesten, deftig bezahlen lassen. Während auf der anderen Seite Microsoft alle eigenen Spiele Day One als Vollversion reinsteckt in sein Abo. Natürlich muss man hier schauen, ob die Gerüchte alle stimmen. Die Häufigkeit, in der sie aber kommen, dürfte zumindest schon vermuten lassen, dass was Wahres dran ist. Laut Jeff Grubb ist der Dienst eigentlich auch schon so weit, angekündigt zu werden, doch bis dahin sollte man sich nicht komplett auf die Gerüchte stützen. Und das waren die großen Gerüchte und Luftschlösser für diese Woche. Silent Hill, FIFA oder Sony? Welche Gerüchte und Leaks findet ihr diese Woche am spannendsten? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Lasst uns auch ein Abo und ein Like da, das unterstützt uns. Und für mehr Infos zu euren Lieblingsspielen, checkt pcgames.de.